Der Zuschauer von dem Bildschirm ist wieder zurückgekehrt und willkommen zurück zu Majora's Mask. Letztes Mal haben wir König besiegt. Ah, nimm mich, lad mich auf. Nein, will nicht. Ja! Wow. So, da sind wir. Auf zum nächsten Tempel. Wir haben den König von Ikana besiegt. Der hieß sogar Ikana. Und er lernt dann irgendwie die Elgier oder sowas des leeren Herzens. Damit können wir jetzt 4 Hüllen unserer selbst erstellen. Da lassen. Oh, verpiss dich. Dass wir jetzt noch da hochkommen zum Felsenturm. Dann zurück zu Tag 1 und dann den betreten. Hier kommen wir erst weiter, wenn wir das Lied erlernt haben. Juhu! Fuck, die letzten 6 Stunden laufen jetzt schon. Nehmen wir mal hier eine Maske, da eine Maske. Ey, wir brauchen ja eine Ocarina, ne? Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffen werde hier. Okay, der war schon mal richtig. So. Wird schwierig, da hinzukommen in 6 Stunden. Ja, hier die richtige Reihenfolge suchen. Das war die falsche. Nehme ich erstmal als nächstes den. Ach ja, der Deko ist ja viel zu leicht dafür. Fuck. So. Ups. Eine Note falsch gespielt. Das heißt, wir brauchen die dann gar nicht. Nur die 2 Masken und diese. Sehr schön. Wir wenigstens da oben die Eule freischalten, dass wir dort dann hin teleportieren können. Und nicht das hier nochmal machen müssen. Nice. Es wird bestimmt sehr knapp jetzt werden, ja. Durch den Felsen, ey. Jetzt war hier ist die Frage, welche. Achso, das ist nur zum Zurücksetzen auch so, ne?
Ja, Maus, lass mich in Ruhe. Ich hätte zum Teil genug oder so. Nee. Aber wo komme ich jetzt hier höher? Ah, da. Oh, ey, die Zeit hier. Ah, das war gleich mal der erste. Sehr schön. Oder? Probieren geht über Studieren. Der noch nicht. Also doch der untere. Okay, sehr schön. Corona, du bist dran. Weil der Bosskampf, weil letztes Mal so lange gedauert hat, haben wir so einige Stunden verloren, ey. Tschu. Nein, das war das andere. Keine Sorge. Okay, der dritte. Komm, wir müssen nach oben noch kommen. Keine 5 Stunden mehr. Die Welt untergeht. Gut, dass die Zeit dann hier so stehen bleibt. Sonst hätten wir es schon nicht mehr geschafft. Ja, richtig? Ja, ne? Aha. Muss irgendwo anders hoch erst, oder? Oder nee, ja. Auch so kompliziert hier. Ich glaube, das war's jetzt schon, oder? Ja, genau, sehr schön. Das ist das nächste Rätsel, damit wir gleich reinkommen. Feuer erstmal hier aktivieren. Das wollte ich erreichen. So, dann. Zurück in die Stadt, die 200 Rubinen wegbringen. Zurückkehren zu Tag 1. Und dann betreten wir den Tempel. Es war genug Zeit auch da, also.
Jemand kriegen wir auch noch Herzteil, wenn wir genug eingezahlt haben. Ich weiß nicht, wie viele. 2000, 3000. Ja, auf jeden Fall so viele. So, zurück zu Tag 1. Ja, wollen wir. Wir wollen auch abspeichern, ne? Gerne. Jetzt frische 3 Tage Zeit für den Tempel. Sollten wir auf jeden Fall schaffen, so. 1,5 Tag, maximal 2 Tage gebe ich mir. Elzenturm. Dankeschön. So, ein kleines Rätsel lösen, dann können wir den Tempel betreten. Verlangsamen, ne? Noch. Unten A rechts, unten A rechts. Ja. Rückwärts spielen. Den als erstes? Ja, easy. Wir werden jetzt so oft mal hören. Statue ist etwas größer, oder nicht? Hm. Mhm. Das war Nummer 2. Bringt gar nichts mit dem Deko zu spielen, wenn der Visus zu schwach ist. Zu leicht. Drei wundervolle Statuen. Sehen dann gar nicht so aus wie ich, aber okay. Die sind dafür da, dass man zurückkommt. Und Sommel, willkommen im Felsenturm. Tempel. Ah, der ist krass, ja. Also die Musik ist nice, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, erstmal das Auge da treffen. Ohne Pfeile ist schwierig. Ich bin schon abgehauen, Alter.
Nice. Okay, da gibt es halt, glaube ich, nur eine Truhe. Eine Truhe in der Truhe. Eine Fee. Oh yes, nice. Scheiß Ding, ey, Mann. Die Sonne kriegen wir noch nicht an. Und schmeißen sich runter, komm. Sieg dich mal, ich weiß nicht, ob ich von dir noch was bekomme. Nix. Paar Rubine. Hier geht's nicht weiter. Ach, andererseits auch noch eine Tür. Gar nicht gewusst. Rechts, links, rechts, unten, rechts, und links. Schon eine lange Melodie. Sieben Noten. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringen wird. Kann ich eine Bombe legen? Kiste brauche ich, glaube ich, sogar, glaube ich. Weil Deko ja zu leicht ist. Aber diese Kiste ist schwer genug. So, hier muss der Gerone. Ich lasse mich nicht stören von den Typen. Ja, steht gerade so drauf, ey. Man sollte sich abnehmen, der. Oh Mann. Voll verwirrt gerade so. Gut, ja, was schönde. Kann ich jetzt hier durch? Ein Schlüssel brauche ich da schon mal. Kann ich hier nicht eine Bombe legen? War mehr als richtig, yeah. Und da ist der Schlüssel. Kann man da nicht irgendwo da hoch, genau.
Ja, eine Fee gibt's hier. Hat das Herz noch verloren. Oder ist das jetzt? Nee, das ist, kann ja kein Schlüssel, das ist ja eine große Truhe. Fucking. Ich weiß nicht, ob ich die Welt so siegen muss. Was war hier noch? Na, nicht den. So ein Chimney. Ach, da krieg ich jetzt Schlüssel, ja. Gefällt mir. Moment, kann ich die nicht einfach so holen, die Fee? Eine Bombe rüberschmeißen? Landet oben drauf. Das ist genial. Nein, jetzt kann ich nicht mehr zurückschalten. Als ob ich da extra mit den Tora muss. Ich hasse den Zora. Das ist so. Da geht's auch nicht hoch. Einfach eine Truhe. Lass mich da hoch. Dankeschön. Dann geht's ebenso. Ja. Noch ein Schlüssel. Jetzt probiere ich mal hier nochmal. Und die wäre jetzt rübergegangen. Ah ja, ne, komm, bringt uns gar nichts dahin zu gehen jetzt. Nur dran denken, dass da noch eine Fee ist. Oh,
das war dieser Raum, ja, ich erinnere mich, ey. Boah, das wird jetzt noch heftig. Okay, guys, dann war es das erstmal für heute. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Hinter dieser Tür, da gehen wir als nächstes rein. Mal schauen. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Bitte mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur noch, ich bin Abassi, Light Fitness Shade und ciao.